Meldungen aus der Region. Zum zweiten Mal wurden heute Abend Flüchtlinge von Düsseldorf aus nach Afghanistan abgeschoben. Begleitet wurde die Aktion von Protesten am Flughafen und 100 Demonstranten zogen durch das Terminal. Dazu hatten zwei Flüchtlingsorganisationen aufgerufen. Sie kritisierten, dass Afghanistan nicht sicher sei. Das habe erst kürzlich der Anschlag auf ein Hotel in Kabul wieder gezeigt. Auch Straftäter dürften unter diesen Umständen nicht abgeschoben werden, hieß es. Die Düsseldorfer Flüchtlingsbeauftragte sieht das anders. Für uns ist natürlich auch die Erlasslage des Landes NRW wichtig. Danach können Straftäter oder Gefährder abgeschoben werden. Und auch das würden wir natürlich nachvollziehen, wenn wir dafür den Auftrag haben. Insgesamt sollten heute zwischen 70 und 80 Straftäter ausgewiesen werden, sagte die Abschiebungsbeobachterin. Wie viele Afghanen schlussendlich in der Maschine saßen, ist nicht bekannt.